KK on the beats. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Niederlagen-Vlog. Freunde, 0:1 gegen Mainz. Kleiner Freestyle an dieser Stelle. Ja, was kannst du großartig sagen? Eigentlich nicht viel, ne? Doch, eigentlich schon. Das schlechteste Spiel, was ich jemals von 96 gesehen habe. Also, poha, war das schlecht. Bis zur 70. Minute. In der 70. Minute hat Hannover dann entschlossen, ach, wir können ja doch sowas, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, deswegen bleiben wir dabei. Wir können ja doch noch sowas Ähnliches wie Fußball, wie unsere Kernkompetenz, wie unsere Sportart, unseren Beruf spielen. Dann haben wir mal angefangen, ja, mit Almeida und Almeidas Freistoß, das war es ja dann noch schon wieder. Aber wir haben es versucht, dass es nicht funktioniert hat, gut. Aber es gibt so einen Unterschied, wisst ihr? Wenn Hannover absteigt am Ende der Saison, ist das okay. Ja, dann ist es halt so. Dann waren wir halt sportlich gesehen, was wir auch bisher in der Saison eindeutig waren, nicht für die erste Liga geschaffen. Dann ist das Ziel Wiederaufstieg. Vorbereitet haben sie sich sowieso schon drauf, habe ich ja im letzten Video angesprochen. Alles tipptopp, ist in Ordnung, gar kein Problem. Muss vielleicht teilweise mal sein. Aber dann gibt es noch die Art und Weise, wie du absteigst und wie du dich verkaufst.
verkaufst. Und das ist bei Hannover unter aller Sau. Bis zur 70. Minute, 70 Minuten wartest du, als wäre mit Halbzeit noch länger. Und du stehst ja vorher im Stadion. Ich stand eine Stunde vor im Stadion. Das heißt, ich habe 130 plus Halbzeit, 145 Minuten gewartet, dass diese Mannschaft aufs Tor schießt. Also war am Tor vorbei, ne, muss man dazu sagen. Schmiedebach hat in der ersten Halbzeit auch mal 7 Meter drüber gebraten, aber das kann sie echt nicht als Torschuss nennen. An sich, es hat am Anfang nicht so... Mainz war auch schlecht. Mainz hat nix. Also, das lief nicht viel. Die hatten auch nicht so krasse Dinger. Die hatten die Chance von Clemens und dann kam das 1-0 und dann wurden sie besser. Ja, klar, Selbstbewusstsein. Aber das, ich meine, so ein dämliches Gegentor wieder, ne? Boah, ist das zum Kotzen. Weißt du, da kommt ein Seitenwechsel vom Baumgartlinger. Kein Mensch weiß, wo dieser Büssmann herkommt. Metz, glaube ich. Und dann rennt er da lang und Almeida geht hinterher, aber dann ist niemand, auch nur im Ansatz bei Muto, zumindest stoppt ihn keiner, und Pripp rutscht aus, springt nicht hoch, geht dann nicht richtig drauf und in der Mitte steht keiner bei Kollege Jairo. Und das ist der einzige 7,96er und keiner bei Jairo. Und der kullert den dann da rein. Boah, ist das zum Kotzen. Weil Milosevic hat sich auch gedacht, wo bin ich denn hier geraten? Das haben wir in der Sportschau richtig gesehen. Da hat sich einfach nur gedacht, wie ist das denn jetzt gerade passiert? Ich habe mich das auch gefragt, weil... Also heute war wirklich, man muss ein paar Sachen lobend erwähnen. Ich komme jetzt mal zur Einzelanalyse, wenn es nicht interessiert, ich werde in der Videobeschreibung eine Zeit packen, wo ihr dann hingucken könnt, wo es um den Rest des Lebens geht. Also Zielak kann man wieder nichts sagen. Ne? Keine Fehler gemacht, solides Spiel. Milosevic hat sehr gut gespielt, der hat zwar eine gelbe Karte bekommen, aber da musste er auch einfach eine Hose, also das war einfach taktisch, das ist okay. Hat aber sonst ein gutes Spiel gemacht, viele Zweikämpfe gewonnen, vor allem Kopfball sehr stark, im Spielaufbau in Ordnung. Hat am Anfang ein bisschen wackelig gewirkt, was aber im Untergrund, der Platz war auch scheiße. Ganz okay war. Schulz, plötzlich wieder relativ solide, hat heute wirklich nicht schlecht gespielt, kann man nichts gegen sagen. Beim Gegentor sahen sie alle schlecht aus, nicht nur Schulz. Pripp war eine totale Katastrophe, nachdem er sie nach 10 Minuten schon zweimal von Clement, ich dachte, es wäre Donati. Der Bruder meiner Freundin hat mir dann gesagt, es war Clemens. Das ist fast noch schlimmer. Donati hat ein bisschen Technik. Clemens hat eigentlich nur einen Schuss und Tempo. Der hat eigentlich keine Technik. Aber von dem hat sich zweimal tunneln lassen in den ersten 10 Minuten. Der war quasi schon aus dem Spiel raus, hat es noch gar nicht angefangen. Ne? Also das war ganz grauenhaft. Er war nicht der schlechteste, aber der zweitschlechteste Spieler auf dem Platz. Sakai hat Bombe gespielt. Für seine Verhältnisse absolut genial. Der hat so viele Zweikämpfe gewonnen. Der ist so auf dem brenzligen Situation dazu gegangen. Der hat so viele Vor-. Also Sakai war heute wirklich ausnahmsweise mal ein richtig wertvoller, genialer Spieler. Heute habe ich ihn richtig gefeiert. Heute war der richtig stark. So, Prims Ecken waren übrigens auch eine Katastrophe. Davon mal abgesehen. In der 90. Direkt in Arbe. Wunderbar gefühlvoll reingezirkelt, aber direkt in den Haufen Karius. So, dann kommt Schmiedebach. Ist ja zurückgerutscht irgendwann. Nachdem man nur offensiv gemacht hat, deswegen sage ich ihn jetzt schon. Totalausfall heute. Kein Pass angekommen, nix. Also Schulz-Bälle im Spielaufbau waren schon scheiße, ne? Weil die mal hochkamen oder gehoppelt sind, aber Schmiedebach, da lief heute echt gar nichts. Ich mag den, diesen Kämpfer, aber das war heute ganz, ganz schwach. Yamaguchi wurde schon nach einer halben Stunde ausgewechselt, warum sie da nicht Pripp oder Schmiedebach rausgenommen haben, keiner weiß es. Ich fand Yamaguchi gar nicht so schlecht, der war wenigstens schnell, ist die ganze Zeit rumgelaufen, hat die ganze Zeit was versucht, hatte keine Ballkontakte so wirklich, beziehungsweise dem ist halt auch nichts gelungen, aber das ist keinem. Da finde ich es krass, dass man dann auch dieses Statement quasi rausnimmt von wegen Sané aus disziplinarischen Gründen auf die Bank, dann wechselt man in einer halben Stunde ein. Na super. Also die großen Effekt gehabt auf jeden Fall. Naja. Gut, Sané war in Ordnung, aber auch nicht überragend. Sané hat auch viele Fehlpässe gespielt. Bech war gut. Wie man gut halt sagen kann. Er hat sein Möglichstes getan. War nicht überragend, aber war in Ordnung, sag ich mal, weil er halt vor allem viel gelaufen ist. Warum der ausgewechselt wurde, kann ich auch beim besten Willen nicht nachvollziehen. Der Einzige, der Ballkontrolle hat, der Einzige, der da schnell ist und irgendwas bewegen könnte mit seiner Explosivität, der wird ausgewechselt. Schmiedebach lässt sie da stehen. Und vor allem, wenn es sowieso nur noch um Offensive geht. Das ist... Weiß ich nicht. Dann hat man dann noch... Das war es ja fast schon. Hoffmann war heute auch nicht sonderlich gut, aber okay. Ja, Scholloi, sehr unauffällig, sehr blass. Aber das ist halt die Sache, der braucht Bälle. Und der ist kein Laufstürmer, der ist nicht schnell. Hat keine Bälle bekommen, kann auch keine Tore schießen. Almeida, auch an sich gut, aber hat auch keine Bälle bekommen. Er hatte wenigstens noch die Chancen, er hat sich reingehauen und so, aber... Als Sobek reinkam, wurde es dann besser. Muss man ganz ehrlich sagen. Also Sobek hat nochmal ein bisschen Schwung gemacht, hat also die größte Chance vorbereitet von Almeida. Den Freistoß glaube ich auch rausgeholt. Karaman hat mir wieder gut gefallen. Karaman mag ich ja sowieso. Ich frage mich, warum der nicht mehr spielt. Mit dem kam auch wieder ein bisschen Spielkultur rein. Der hat gut gespielt auf jeden Fall. Aber alles in allem hat es halt überhaupt nicht gestimmt. Ja. Das Zusammenspiel der beiden Stürmer.
Einer verlängert den Ball, der andere würde auch ganz gerne verlängern und Prip bzw. Karaman, also Prip sowieso, nie nachgerückt, so langsam. Und weißt du, der eine verlängert mit dem Kopf, der andere könnte irgendwie einen Lauf vom Außenspieler ablegen, aber da ist halt keiner. Das war echt, dazu halt die Präzision, die fehlt. Ich bin so froh, wenn Kiyotake bald wiederkommt, ne? Endlich hast du wieder einen, der einen Pass spielen kann, einen Pass anbringen kann an Mann. Dass du eigentlich mal wieder Torchancen hast. Weil wenn wir Torchancen haben, dann wird es auch richtig gefährlich, aber wir haben halt keine. Ne? Der Freistoß und der Schuss von Almeida, das waren die einzigen Torchancen, die wir hatten. Und die waren gut. Die waren wirklich gut. Aber die sind halt nicht reingegangen. Gut, der eine für der Freistoß war unwahrscheinlich und das andere war mit dem schwachen Rechten. Das ist. Alles in allem kann man auf jeden Fall sagen, schwache Leistung. Abgestiegen sind wir noch nicht. Aber es sieht stark danach aus, auf jeden Fall. Also es war kein Endspiel, das kann man einfach nicht sagen. Es sind immer noch 13 Spiele. Aber die Moral ist halt immer noch nicht, die Moral stimmt nicht. Es muss jetzt ein Erfolgserlebnis her. Und wenn man es gegen Dortmund erzwingen muss, die sind momentan auch nicht so stark. Vielleicht gegen Dortmund irgendwie mit Biegen und Brechen 0-0 rauskitzeln. Mit kompletter Defensivtaktik. Und wenn das nicht klappt, dann auf jeden Fall zu Hause gegen Augsburg. Das muss einfach. Das geht nicht anders. Also wenn gegen Augsburg, dann nee. Dann kannst du es ganz vergessen. Naja, müssen wir mal schauen. Bayern hat jetzt gerade 0-0 gespielt. Und Leverkusen hat echt gut gemacht. Also Respekt auf jeden Fall dafür. Bayern hat auf jeden Fall Probleme gehabt. Ansonsten die Spiele Dortmund gegen Hertha, wie gesagt, nicht so stark. Hertha war sogar besser in meinen Augen. 0-0. Stuttgart ist wieder da. Kommt unten raus. Hat auch viel zu viel Qualität, haben wir schon öfter drüber geredet. Mit Didavi, mit Werner, mit Kostic, mit Kravets, der auch sehr gut einschlägt, mit Gentner. Die sind zu stark für da unten drin zu sein. Jetzt haben sie defensiv stabilisiert, jetzt läuft das. Frankfurt rutscht auch ein bisschen nach unten rein, bin ich mir relativ sicher. Genauso wie Köln, genauso wie Hamburg. Bin ich gespannt, wie das morgen laufen wird. Sehe ich auch beide als gefährdet an, weil so stark spielen die auch nicht. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die beide nochmal ein bisschen unten reinrutschen. Nicht so sehr wie Hannover, aber das ist auch unmöglich. Ingolstadt gewinnt gegen Augsburg. Augsburg war ja die ganze Zeit unten drin. Hat das letzte Spiel mal zu 0 gespielt. Mal sehen, wie es jetzt werden wird. Vielleicht brechen sie jetzt wieder ein bisschen ein. Wäre schön, wenn es gegen Hannover so sein würde. Wolfsburg blamiert sich komplett gegen Schalke. Bei denen ist irgendwie der Wurm drin, aber komplett. Weiß auch nicht, was da los ist. Und ich glaube, das war es auch schon. Ne? Gab es noch ein Spiel? Habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt habe ich irgendwas vergessen. Weiß ich nicht. Ja, wie auch immer. Ja, das war der Spieltag. Das war der Samstags-Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall noch nach oben da. War heute wenig Gelaber. Also außer jetzt am Ende und davor halt die ganze Zeit Gedöns. Und ja, wie gesagt, hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Woche geht es für mich nach Dortmund. Nach Braunschweig fahre ich nicht. Wollte ja eigentlich mit dem Nico und Ron dahin, weil Bielefeld nach Braunschweig kommt. Aber ich kann nicht, weil es ist erstens Valentinstag. Ich habe eine Freundin und die möchte ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Und ich habe auch noch ein Spiel an dem Tag. Testspiel, von daher geht das nicht. Das heißt für mich das nächste Spiel Dortmund und danach denke ich mal Augsburg. Wenn ich dann ja auch ein Spiel habe, aber ich denke nicht. Beziehungsweise das würde ich glaube ich ausfallen, wenn es ein Test wäre. Mal schauen. Und ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und tschüss.